Die Region Rostock Marketing Initiative, das regionale Netzwerk für Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, lud am 20. Februar 2014 in das Marinekommando Rostock ein, um unter dem Motto Safety First zwischen Security und Produktivität die Gefahren der Cyberkriminalität für Unternehmen auszuloten. Experten aus der Region zeigten beim 19. Branchenfrühstück Hintergründe und wirksame Schutzmechanismen gegen Cybercrime auf. Nach Vizeadmiral Andreas Krause, dem Stellvertreter des Inspekteurs der Marine, und Lorenz Cafier, dem Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns, sprachen führende IT-Experten zur Lage. Also als erstes Rostock Marketing Initiative beherrscht es in vorzüglicher Art und Weise, Menschen und Unternehmen aus verschiedenen Sparten, und Sie haben es heute wieder gesehen, aus der Verwaltung, aus dem Mittelstand, aus der Marine, von Großunternehmen wie T-Systems zusammen an einen Tisch zu bringen und in offener Art und Weise das Thema Security anzugehen, um Verständnis zu wecken, um zu sensibilisieren, aber auch gleichzeitig keinen Kurzzeiteffekt zu erreichen, das heißt, ich gehe aus der Veranstaltung raus und alles ist vergessen, es war ein schöner Tag, ich habe schön gefrühstückt, sondern einfach etwas mit nach Hause zu nehmen und mit Dingen vielleicht zukünftig anders umzugehen, wie man das vor der Veranstaltung gemacht hat. Anhand von Best-Practice-Beispielen wurde deutlich gemacht, wie man den Gefahren im Internet und Intranet wirksam entgegentritt. Neue Technologien wie Cloud Computing und mögliche Zukunftsszenarien wurden ebenso diskutiert. Laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik wächst die Bedrohung aus dem Netz weiter an. Allein in Deutschland sind bereits mehrere hunderttausend Rechner mit Schadprogrammen infiziert. Unternehmen sollten strikt beachten, dass man sich im Unternehmen nicht benehmen kann wie privat. Privat ist es vollkommen egal, was ich in meinen Facebook-Account schreibe, da trägt jeder dafür Verantwortung. Im Unternehmen selbst trage ich Verantwortung für Mitarbeiter, für Geschäftsgeheimnisse, für all diese Dinge, die ein Unternehmen ruinieren kann, die aber auch ein Unternehmen nach vorne bringt, weil wir in Deutschland leben von Innovation. Innovation ist unsere Antriebskraft und Innovation bedeutet, sie muss mein eigenes sein und darf nicht sofort weltweit verfügbar sein, dass er umsonst wird, sondern wir verdienen damit Geld. Und ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt. Das 19. Branchenfrühstück. Eine Veranstaltung, die dem einen oder anderen einen Denkanstoß gab. Die Region Rostock Marketing Initiative. Das regionale Netzwerk für Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.